Ja, Freunde, willkommen zum neuen Video. Wir sind heute auf der Abenteuer Allrad. War jetzt 3 Stunden Anreise, nur ein bisschen gerädert. Ne? Jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir uns erleichtern und Futter fassen. Ja, Freunde, ohne Mampf kein Kampf. In diesem Sinne, auf geht's. 298 gefrorene Burger später. Dann schauen wir uns mal um, was für ein Ineos Grenadier alles Neues gibt. Und los geht's. Schon? So, jetzt haben wir Thomas vom Black Sheep hier. Hallo. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses wunderbare Fahrzeug. Ja, es hat halt uns schon sehr inspiriert. Ne? Wir haben ja im Februar den ersten Kontakt gehabt mit dem Fahrzeug und waren zuerst ein bisschen skeptisch. Und dann hat es uns aber so richtig den Ärmel reingezogen, weil das Ding hat fettes Potenzial. Ja. Und wo es Potenzial hat, da sind wir am richtigen Ort, weil das inspiriert uns für, ja, diverse Umbauten. Und da haben wir noch 2, 3 Sachen, die wir jetzt aktuell präsentieren können. Mhm. Ja. Ja, eines der auffälligsten Sachen ist vielleicht gerade unser Camping-Umbau, den wir hier präsentieren. Der ist komplett modular aufgebaut, wird in den Airline-Schienen unten im Boden mit 4 Schrauben befestigt. Die Matratze und der ganze Aufbau lässt sich zusammenklappen. Die normale hintere Rückbank lässt sich aufbauen oder zurückbauen. Das habe ich gesehen, die ist ja drin noch, gell? Die ist drin, die ist verbleibt im normalen Zustand. Auch da wieder, wir haben das so für uns so entschieden, dass bei der Rückbank die Kopfstütze nicht demontiert werden müssen. Mhm. Beim Ineos kann man die Kopfstütze noch wegnehmen, dass die Rückbank weiter runterkommt. Ah, okay. Ist aber im Alltag wirklich nicht das, was man macht, weil man weiß ja danach wieder nicht, wohin mit diesem Kopfstützen. Ja, also haben wir das Ganze ein bisschen höher geplant, somit auch ein bisschen mehr Volumen hingekriegt. Und ja, wie gesagt, dieses Produkt ist dann entstanden. Und das Ganze lässt sich jetzt so weit zusammenklappen, dass wenn die Rückbank nach hinten im normalen Zustand ist, dass der ganze Aufbau eine Höhe hat von der normalen Nackenstütze. Also die Matratze ist ein Paket, da gehen 2 Bändel drüber, wo das Ding festgespannt wird. Das ganze System lässt sich durch Lösen von diesen 4 Schrauben rausheben und, zu Hause verstauen. Gleichzeitig ist es noch so gebaut, dass dieser Küchenkorpus
Der lässt sich ebenfalls weg rausheben und der hat dann vier Beine und dann kann man den frei hinstellen. Ach so, das ganze Teil? Das ganze Teil, ja. Das ganze Teil hier lässt sich rausheben. Man kann dann hier kochen. Das ist ja interessant. Ja. Gerade hier, wir sind ja verhältnismäßig hoch mit der Küche, ist ja nicht unbedingt. Das ist ein Modort für kleine Personen, gell? Die kommen da schlecht hin. Ja, genau, da schlecht hin, genau. Und somit ist dann ganz einfach gelöst. Ja. Die Geschichte hier lässt sich dann so zusammenklappen. Das Teil hier. Das Besteck drunter, gell? Besteck, ist das mit Magneten, oder? Das mit Magneten befestigt, kommt hier rein. Dann kommt der kommt raus, es wird reingeschoben, es ist sauber, kompakt, verstaut das Ganze. Na cool. Wie gesagt, Matratze zusammen, die Sitzreihe bleibt da, wo es ist. Sehr simpel und funktionell gehalten, das Ganze. Des Weiteren haben wir noch zwei andere Schubladensysteme entwickelt. Ein ähnliches System fürs Gewerbe, wo wir ebenfalls die obere Fläche nach hinten ausschieben können, um halt längere Güter zu transportieren. Und die Version gibt es dann, die sind zwei Drittel, ein Drittel geteilt, dass man auch zu dritt mal im Auto sitzen kann und trotzdem L-förmig die Ladefläche nach vorne erweitert wird. Ach, die Komponenten sind dann aus Metall für die Industrie? Die sind dann aus Metall gehalten. Wir haben eine Leichtbauversion aus Aluminium. Mhm. Dann haben wir noch eine Einsteigerversion fürs Gewerbe, die sind aus Stahlblech gehalten. Das ist dann günstiger. Da geht es dann irgendwo bei 2600 Euro los für die ersten Schubladenelemente, die wir dann oft dann auch zuziehen, wenn wir Sonderausbauten für zum Beispiel Jäger und so machen, wo wir noch Hundeboxen und so. Ja. Es kommt immer viel, dass Jäger Hundeboxen wollen. Und ein Hundebesitzer ist dann meistens so, dass er etwas Spezielles will. Ja, wir machen selten zweimal die gleiche Konstruktion. Und der eine hat drei Hunde, der andere hat vier Hunde. Also ist auch ziemlich viel Custom-Made praktisch. Absolut, ne? Ja. Das ist unser Hauptbusiness, ist das wirklich diese Sonderumbauten. Wir haben eine gewisse Basis an Standardprodukten, wo uns halt enorm hilft, den Kunden das Produkt näher zu bringen. Weil der was zum Anfassen hat, der sieht, wie wir arbeiten. Mhm. Und wenn er kommt und sagt, das finde ich gut, aber es könnte noch 5 cm höher sein, ist es für uns auch kein Problem. Also es ist meistens eine Ausgangsbasis, die man dann immer so ein wenig abändert. Ja. Oder ist das jedes Mal komplette Neukonstruktion? Ganz unterschiedlich. Wir sind für beides, sind für beides offen. Beides ist möglich, weil wir das alles in-house entwickeln. Ich selber setze die Ideen im CAD um. Von dem her gesehen, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, was das betrifft. Ne? Was sicher sehr gut ankommen wird, ist bei Mineos dieses Molle-System, wie man es kennt. Da haben wir gleich für alle Fenster das mal hergestellt. Das ist eine einfache Klemmverbindung, die hält richtig. Weil es halt dann auch praktisch, wenn man jetzt hier den Platz schon belegt hat, dass man dann so, was weiß ich, so Taschen, wo man jetzt seine Wäsche so Zubehör hat. Molle ist ja ein genormtes Maß, ein genormtes Rastermaß, was man kennt, kommt ursprünglich vom Militär, von der US-Armee. Ja, von den Rucksäcken könnte man bei den Rucksäcken ist auch dran. Und da hast du halt immer was. Gerade die Tür, wo ja immer frei bleibt, viele haben ja die Option noch mit dem Tischchen, das ist eine perfekte Geschichte, um hier noch einen Kulturbeutel oder sowas hinzuhängen. Ja, genau die Sachen, wo es dann da fehlt, ja. Genau. Das ist auch hier wieder ohne zu bohren, natürlich so wie wir es eigentlich immer machen. Wir übernehmen die bestehenden Punkte am Fahrzeug, ohne Löcher zu bohren. Wir sind absoluter Gegner von irgendwelchem bestehenden Blech zu zerstören. Das ist immer besser, ja. Also haben wir hier auch wieder mit Klemmverbindungen gearbeitet, das funktioniert tadellos. Was ganz speziell ist, wir bauen oder wir haben einen Nachrüstsatz, Standheizungsnachrüstsatz für den Ineos entwickelt, den wir auch bereits schon für den Verkauf anbieten. Und die Standheizung, die kommt in dieser Ecke hier unten zu liegen. Und habe ich was gelesen, gell, wo dieser Wagenheber ursprünglich drin ist. Da kommt der Wagenheber, kommt da raus. Die Blende wird ersetzt und da hinten hat es genug Stauraum, um eine Luftstandheizung zu verbauen. Mhm. Aktuell erstmal auf Basis von einem Diesel, einer Dieselstandheizung. Und da liefern wir den kompletten Bausatz inklusive der Standheizung. Das sind alle Adapterplatten drin. Auch da wieder, wir übernehmen bestehende Verschraubungen. Aber das heißt, vom Benziner gibt es das im Moment noch nicht? Ja, noch nicht. Wir arbeiten jetzt aber mit Webasto zusammen. Ursprünglich haben wir mit der Autotherm Standheizung gearbeitet. Autotherm hat das Produkt nur als Diesel-Variante im Angebot. Der Vorteil ist, wenn wir Autotherm
verwenden, haben wir das komplette Paket. Kostet so viel wie eine Webasto halt im nur die Heizung kostet. Ah, okay. Dadurch müssen wir schauen, inwiefern das interessant ist. Inzwischen ist jetzt aber Webasto auf uns zugekommen, ob wir was zusammen machen möchten, okay, weil die schon gesehen haben, dass wir eigentlich das Produkt schon in Serienreife haben. Ja. Und da wird sich sicher noch was ergeben. Ja. Kann interessant werden. Hier haben wir eine Geschichte, größere Räder ist immer ein Thema beim Ineos. Ja, das. Weil da ist gut Platz vorhanden im Radkasten. Was wir oder was Ineos nicht mitgedacht hat, wir können keine größeren Räder an die Hecktür montieren, weil wir entweder hier am Rücklicht anstehen oder drüben an der Leiter. Ach, der steht da an, okay. Ja, der würde hier anstehen. Ah, okay. Und was wir jetzt hier haben, das ist ein 33 Zoll Rad. Und wir haben jetzt einen Adaptersatz entwickelt, wo das ganze Rad um 3 cm hoch erhebt und 3 cm rüber versetzt. Okay. Und somit haben wir die Möglichkeit, die großen Räder zu montieren. Das ist ja eigentlich dann schon das Maximum, so ziemlich jetzt, was dann hinpasst an die Tür. Nee, wir können bis 35, bis 35. Zoll können wir machen. Ja. Ist jetzt aber bei uns, wird 35 Zoll nicht so zu haben sein, weil das dann halt wieder mit dem TÜV Ärger macht. Ah. 33 Zoll geht problemlos. Okay. Ja. Das ist eine Edelstahlplatte aus 5 mm Stahl, gefertigt, sehr massive Konstruktion. Des Weiteren kommt hier der Kanister, der anstelle von der Abdeckung, entweder Abdeckung oder von diesem Staubox, haben wir hier einen Kanisterhalter. Der hat ebenfalls eine Adapterplatte aus Edelstahl, okay, wo in der Tiefe verstellbar ist. Geht für alle Größen von Felgen. Können wir das da mit einbauen. Ja. Und das funktioniert dann auch so. Da haben wir immerhin ein paar Liter mehr noch Reserve dabei. Das schadet nie. Ja. Gibt es als Treibstoffversion für Treibstoff oder für Trinkwasser. Wiederum von der Firma Overland. Das bedeutet TÜV-zertifizierte Produkte, okay, ja, also zugelassen für Treibstoff bzw. Trinkwasserkanister für Trinkwasser. Seitlich wieder ein Molle-System. Für die Seite haben wir halt auch ein modulares System. Das geht los, dass wir da Lösungen für Kanister haben, für Schaufel, Beil und so weiter. Bei uns ist es so, dass die sämtliche Kräfte immer von diesen Rohren hier oben abgefangen werden. Weil das ist der massivste Punkt an der ganzen Konstruktion. Ja. Und auf keinen Fall die Regenrinnen. Ja, also nehmen wir die Kräfte von hier oben und haben hier dann die Möglichkeit, richtig massiv Material hinzupacken. Ja. Hier unten wird das Ganze abgestützt. Innerhalb von 10 Minuten ist das Ganze demontiert oder umgebaut, wie auch immer. Wir haben hier schon den Raster, den sieht man von hier. Man hat die Möglichkeit, das Ganze frei anzuordnen, kommt auch nicht in Konflikt mit den Elektrodosen, die von Ineos ja schon verbaut sind. Dann sieht man hier oben schon die Dachplattform. Die das haben wir so Einzelsegmente, gell? Genau, richtig. Die Dachplattform auch hier wieder wird auf die Außenrohre abgeleitet, das ganze Gewicht. Wir haben eine sensationelle Aufbauhöhe von 3 cm. Ja, das ist gut, oder? Das ist so tief baut keiner. Und trotzdem können wir pro Element statisch locker 200 Kilo beladen. Das funktioniert ohne weiteres. Dynamisch geben wir pro Element 80 Kilo frei. Ja, das reicht ja auch vollkommen. Reicht vollkommen aus, genau. Dann haben wir, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, ein Element zu verbauen, wo für der nur Brennholz oder nur ein paar Kisten draufpacken will. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, wir haben zweimal dasselbe Element verbaut, wenn jetzt einer ein Dachzelt transportieren will. Oder wir haben noch die Möglichkeit, dass wir in dem Raster die beiden Elemente nach außen versetzen können und hier noch ein drittes Element einsetzen. Okay, wie weit wird das dann vorgehen? Das geht nach vorne ca. 18 cm, nach hinten ebenfalls 18 cm. Nach vorne ganz klar so, dass die Safari-Fenster nicht negativ beeinflusst werden. Das heißt, okay, die Safari-Fenster sind normal bedienbar. Bleiben komplett frei, da steht komplett kein Träger drüber. Genau. Und aber gut, dann passt ja auch praktisch bloß ein Zelt auf, aber keine zusätzliche Ausrüstung mehr, wie Kisten ja, oder das sowas. Ist richtig, ja, das ist richtig, okay, genau. Diesem Tobus muss sterben. Ja. Ja. wie gesagt, man hat die mittlere Einlage. Sobald die mittlere Einlage drin ist, hat man halt eine Plattform, die 1,90 x 1,70 ist. Durchgehende Fläche. Komplett geschlossen, gell. Komplett geschlossen, man bricht sich da keinen Fuß. Ne?
ist immer eine interessante Geschichte für Berufsfotografen oder Jäger. Das ist ein typisches Ding. Wir werden auch hier noch eine Erweiterung machen für einen Umbau zum Hochsitz, auch wiederum für Jäger. Interessant, das wird in den Tagen dann auch noch kommen, ja. Genau. Dann haben wir massive Highlift-Halterung, auch hier wiederum die Kraft nach hinten vom Rohr genommen, an der Regenrinne nur die Fixierung, dass die Verwindung besser abgenommen wird. Hält. Ziemlich gut. Hier, wenn man hier reinschaut, sieht man gerade noch die Konstruktion, wie das Bett aufgebaut ist. Da ist die Leiter vom Zelt noch drin. Gell? Genau, ja. Jetzt von der Länge, aber was hat denn die Matratze jetzt genau von der Länge? Die ist jetzt 1,90. 1,90? Ja. Wir sind ein bisschen limitiert natürlich vom Platz. Aber ja, das ist klar. Aber gut, wenn jetzt mit 1,92,5 in der Leine drin wird, ein bisschen quer, dann wird es praktisch geht sowieso, gehen. Ja, ja, das geht gut. Das geht ja, gut. Super. Ja, ja, dann geht es hier schon weiter mit dem kleinen Gimmick, was wir hier haben. Das ist unser Klapptisch. Da haben uns natürlich diese Airline-Schienen in der Tür haben uns angelacht und die wollen gebraucht werden. Ja. Und da haben wir dieses kleine Gimmick entworfen, wo wir halt dieses Ding aushängen können. Klappen das hoch, das arretiert hier. Machen wir hier zu und dann wird das hier wiederum arretiert. Okay. Das Ganze kann dann während der Fahrt verbleiben, ist überhaupt kein Problem. Achso, also das geht mittlerweile? Das geht. Ja, Ineos sagt, es dürfen keine, ne, der Hersteller selber sagt, ja, weil es darf nicht. Aber wir von unserer Seite, wir geben das die Garantie, dass es funktioniert. Es ist klar, dass der Hersteller sich die Finger nicht verbrennen will. Ja, aber ist das jetzt TÜV-relevant? Oder? Nein, von den Radien her, von der Bauweise, wie viel das aufträgt, entspricht alles den Vorgaben. Okay. Und da sind wir fein raus. Das war schon früher so beim Land Rover, war das kein Problem. Das ist eine feine Sache dann. Ja. Das, genau. Ich glaube, bloß mit der Traglast, gell? Die Schienen heben nicht so viel, gell? Genau, die oben halten ein bisschen mehr. Genau. Nee, für ein ordentliches Bier reicht es aus, würde ich sagen. Ne? Also, das wäre kein Problem. Einer unserer absoluten Bestseller sieht man hier, das sind die Rockslider. Die sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Tritte, die dazu passenden Tritte aus Aluminium. Wir sind mit diesen Rockslidern 7 cm höher als was Ineos anbietet. Oh, das ist gut. Ja. Haben enorm viel Bodenfreiheit so gewonnen. Wir haben nach unten keine vorstehenden Teile. Mhm. Also alles, was eigentlich ein Rockslider vorweisen soll. Das Ganze ist ein Edelstahlrohr aus 4 mm Edelstahl. Richtig massiv gebaut, Edelstahl. Darum, wenn einer wirklich ins Gerände geht und das Ding richtig braucht, dann ist die Farbe weg. Ja, dann rostet es halt. Genau, und da rostet dann in der kürzester Zeit. Bei uns, wir setzen auf Qualität, wir sagen, wir wollen keinen Rost haben, der Kunde soll sich das nicht antun müssen, bauen wir halt einfach in Edelstahl. Ja. Das war ja auf dem Kanal die Frage bei mir von einem, der gemeint hat, dass ob das mehrere Teile sind, aber das ist ja ein Teil durchgehend und bloß die Trittleisten sind eben hingeschraubt. Der Rockslider, genau das ist das, was häufig für Verwirrung sorgt aktuell, was die Leute nicht verstehen, der Rockslider, das ist der Rockslider. Das hier sind nur Anbautritte. Die können wir, es ist klar, mit dem können wir Äste abweisen und so weiter, aber da steht das Fahrzeug nicht auf. Wir sind an der tiefsten Stelle, sind wir mit dem massivsten Teil. Wenn wir jetzt da Tritte noch ran machen, die auch Edelstahl sind und geschweißt, dann haben wir halt wieder 15 Kilo mehr am Auto und das wollen wir nicht. Wir haben ein demontierbares Teil. Das Ding ist so gebaut, dass wir das überall in jedem Land und unter jeder Gesetzesvorgaben verbauen können. Aus diesem Grund sind die Tritte geschraubt. Weil mit den Rockslider selber kommen wir nicht über die Karosserie. Mit den Tritten schon. Okay. Und in gewissen Ländern gibt es ja schon Diskussionen wegen Abnahme und so. Okay. Also sind die geschraubt. Das heißt, wenn jemand so ein Ding zerdeppert, der kriegt das Ding für 150 Euro so ein Tritt ersetzt. Austauschen, fertig und dann ist das Ding erledigt. Ne? Okay. Und bei weitem, wie gesagt, die Tritte werden ja separat verkauft. Der Kunde muss die nicht nehmen, der kann ja auch nur die reinen Rockslider nehmen. Weil das ist ja auch von, bei Neos vom Werk aus bei diesen Trittleisten so, dass die ja extrem viel Bodenfreiheit wegnehmen. Ist, und der hat diese Querstreben. Auch da wieder der Fehler, was halt auch gibt es bei vielen Herstellern, die nennen das Rockslider.
Rockslider ist kein geschützter Name, aber Rockslider bedeutet halt, man sollte auf dem Felsen rutschen können. Und so ein Rockslider sollte locker das ganze Gewicht vom Fahrzeug tragen können. Und das machen die halt nicht, die von Ineos. Und die, gerade mit den Querträgern, da hast du halt mehr, da verheddern sich auch Äste und alles drin im Wald. Es ist dann mehr ein Klotz am Bein, als dass er irgendwelche Nutzen hat, das Ganze. Im halben Wald hinterherzieht. Genau. Dann hier eines unserer neuen Vorstellungen an der Messe, das ist die LED-Bar mit zweimal VX500 LED-Bar von Osram. Okay. Da sind wir eigentlich im Prinzip drauf gekommen, wenn du bei Ineos eine LED-Bar willst, dann verkaufen die dir noch einen Dachträger dazu. Okay. Weil die Ineos hatte keine Lösung gehabt, um da oben Licht aufs Dach zu bringen, ohne dass sie halt diesen Dachträger dazu verkaufen. Und haben gesagt, gut, kriegen wir hin, kleine Sache. Wir haben jetzt hier die LED-Bar als Klemmvorrichtung. Das ist ja auch das allereinzige Produkt, was wir in der Regenrinne montieren, weil Regenrinne ist bei uns ein absolutes No-Go. Okay, na gut, weil es halt nicht so schwer ist. Ne? Genau, ist nicht so schwer und hier vorne hast du keine anderen Möglichkeiten. Gerade auch designtechnisch wichtig, dass es dezent ist und nicht zu klobig wirkt. Was haben die jetzt Lumen von der Leuchtkraft her? Die sind jetzt beide, haben schon eine Referenzzahl von 50. In Lumen ausgedrückt bedeutet das, du musst dir vorstellen, das ganze Fahrzeug darf nach vorne eine Referenzzahl von 100 haben. Okay. Das heißt, alleine die beiden Scheinwerfer geben den Wert raus, was als Gesamtes erlaubt ist, sprich, das Ding ist so nicht erlaubt als Fernscheinwerfer. Okay. Muss man ganz klar sagen. Achso, also das hat keine Straßenzulassung? Die Lampen selber haben Straßenzulassung. Das Problem, was wir beim Ineos haben, das Fahrzeug selber, oder allgemein die Straßen, das Gesetz gibt vor, dass zwei zusätzliche Scheinwerfer erlaubt sind am Fahrzeug. Da jetzt ja Ineos so genial war und diese beiden Glubschaugen in den Kühlergrill gesetzt haben, dass sie diese Zusatzscheinwerfer, die jeder Zubehörhersteller dir gerne verkaufen würde. Und die haben die dann schon eingebaut. Somit hast du da im Prinzip schon verspielt. Das heißt, alles, was du zusätzlich heranschraubst, bist du schon im Graubereich. Ja gut, also, im Offroad kann man es halt verwenden. Ja. Genau, genau. Und gerade bei uns ist es so, wir beliefern ja alle Länder und da ist Europa halt ein kleiner Teil von der ganzen Geschichte. Okay. Das heißt, wir bieten Lösungen an, wir kommunizieren das direkt mit dem Kunden, was erlaubt ist, was nicht, auf was zu schauen ist und schlussendlich ist es dessen Entscheidung, ob er das Ding dann ranschraubt oder nicht. Okay. Ja. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Ja, Reifen, Felgen, Fahrwerk. Wir haben hier die Fahrwerk von Aibach verbaut. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir ein paar Federn von Aibach zur Anprobe gekriegt haben. So wie jetzt da steht, kommt er 3 cm höher. Mit den zusätzlich größeren Reifen kommen wir nochmal 3 cm höher. Also 6 cm insgesamt. Genau, und da steht er schon mal ganz gut da. Ja, das. Ja. Bei der Probefahrt haben wir uns gedacht, wo man mal so ein Grashang hoch ist, dass der hinten recht schnell aufsetzt. Hinten, ja. Also ein bisschen Höhe, das schadet bestimmt nicht. Oder? Das ist genau. Und natürlich gerade nur über Fahrwerk, Bodylift und so, das sind ja alles Spielereien, die nichts bringen, was Bodenfreiheit betrifft. Du kannst nur über Fahrwerk ein bisschen was mehr rausholen, insbesondere Durchmesser vom Reifen. Das ist der einzige Weg, um mehr Bodenfreiheit auch unter dem Differential hinzukriegen. Ja. Ja, das ist schon wichtig. Ja. Dann haben wir im Prinzip das Allerheiligste von Ineos haben wir natürlich auch angegriffen, und zwar diese Glubschaugen, die ich schon mal angesprochen habe. Da haben wir halt eine komplett neue Front gemacht. Ein Kühlergrill, ne? Genau. Und das Ganze aus Aluminium gearbeitet. Das sind komplett in Hand gefertigtes Teil, sehr aufwendig von der Herstellung her. Oh, der schaut schon genial aus. Aber ziemlich gelungen, würde ich sagen. Na, auf jeden Fall. Und was wir insbesondere hatten, ist das, dass wir hier dieses Gitter, was wir von hier unten kennen, was original beim Ineos schon vorkommt, das haben wir hier oben dann wieder verbaut. Ineos kam nicht auf die Idee, die haben nur dieses ganz grobmaschige Gitter dahinter verbaut.
Und wir haben das halt übernommen und denken, das macht sich ganz gut. Zum Design wieder, gell? Richtig, genau, das wiederholt sich. Ja, cool. Also das ganze Teil hier ist aus Aluminium gearbeitet. Und was man außen rum sieht, ist halt der originale Kühlergrill. Und um das Ganze ein bisschen designtechnisch zu verbinden, haben wir halt auch hier wieder das ganze Gitter hinten hochgenommen. Ja, das schaut schon genial aus. Ja. Hier, das ist unsere nächste Baustelle. Das ja, ist, jetzt wird es interessant. Sprich Stahlstoßstange, ne? Ja, auch. Ja, sagen wir so, ne, es gibt Sachen, von denen träumen wir und es gibt Sachen, von denen das können wir. Stahlstoßstange und so, unmöglich, gerade Schweiz, kriegen wir keine Chancen. Da warten wir mal ein bisschen ab. Aber ein absolutes No-Go ist diese Geschichte hier mit der Winde. Mit dem Plastik, gell? Da ist ja die Winde drunter. Das heißt, wenn ich die Winde bedienen will, brauche ich einen Schraubenzieher. Ja. Ineos angesprochen auf die Geschichte heißt, hey, wir liefern dir einen Schraubenzieher mit. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die coolste Lösung ist. Wir denken nicht. Das heißt, wir bauen diese Blende hier, bauen wir um. Mhm. Im normalen Zustand, du löst die beiden Schrauben, das Ding kommt dir entgegen, das fällt dir runter, hast das Ding verloren. Gut, was ganz gut dabei ist, dein Kennzeichen ist ja mit dabei. Ne? Wenn du es verlierst, dann findet man auch den Eigentümer wieder. Wir gehen jetzt hin, wir bauen dieses Teil neu aus Blech. Das Kennzeichen bleibt an dieser Stelle vorhanden. Und wir machen ein Teil, das schwenkt so hoch und das Kennzeichen bleibt hier an dieser Stelle. Ne? Also es läuft dann so synchron hoch. Ah, okay. Das Windumfenster wird freigegeben, das Ganze verbleibt am Auto und man kann es bedienen. Man klappt es wieder runter, arretiert es und man fährt weiter. Ja, mit so Schnappverschlüssen dann genau. Irgendwie. Oder? Aber das Teil, wichtig ist, dass es keine losen Teile hat, weil wenn du mit der Winde arbeitest, das ist genug anders, hast genug anders zu tun und es gehen immer wieder Teile verloren und das geht nicht. Das ist immer schlecht, wenn was verloren geht. Oder? Dann haben wir auf der Seite haben wir noch die Kanisterhalter. Aber wieder an dem Mollepanel. Ne? Also ähnlich aufgebaut wie das bestehende Produkt mit diesem Molle. Hier unterscheidet sich das, dass diese Träger aus Edelstahl gebaut sind und nicht aus Aluminium. Mhm. Also bloß die aus dem Innenraum sind aus Aluminium praktisch. Ja, genau. Um halt auch hier wieder größere dynamische Kräfte abfangen zu können. Mhm. Wir sparen ja Gewicht, wo es geht. Ne, man weiß ja ein bisschen, also Ineos ist ein bisschen, bisschen übergewichtig. Von Haus aus schon gut schwer. Genau. Hat ein bisschen schwere Knochen. Ne? Ja. Und dementsprechend bauen die halt nur da Aluminium an, was nötig ist. Edelstahl da, was nötig ist. Ne? Ja. Ansonsten immer Aluminium. Hier ganz klar, weil hier haben wir ordentliches Gewicht, große dynamische Kräfte. Bauen wir in Edelstahl. Hier wiederum Kanister von Overland Fuel, abschließbar. Da haben wir die Variante mit 2x9 Liter oder einen größeren Kanister mit 17 Liter. Und der ist dann einteilig, gell, der Größe. Einteilig, ganz genau. Unterschiedlichsten Farben haben wir da im Angebot. Auch wiederum für Trinkwasser und für Treibstoff. Dann haben wir eins weiter oben, haben wir die Akima Road Shower. Outdoor-Dusche. Outdoor-Dusche, genau. Ganz einfache Geschichte. Wir packen hier Wasser rein, geben Druck drauf mit der Fahrradpumpe oder mit dem Kompressor. Ah, okay. Und da haben wir richtig gutes 2-3 Bar Wasserdruck. Kennt man von zu Hause, also das, was du aus dem Wasser hast, der Druck hast du dann auch da drauf. Ja, das ist ja genial. Gut, da hitzt man es wahrscheinlich durch die Sonne, Farbe, genau, ne? durch den Schwarz. Und wir bieten halt dann auch dementsprechend die Konsolen dazu an. Und auch da, wie gesagt, Arbeitsscheinwerfer und. Da wird unzählige Varianten kommen, weil wir da sehr offen sind. Wir hören auf den Kunden, wir können mit wenig Aufwand Kundenwünsche umsetzen. Wenn der sagt, ich hätte jetzt halt lieber hier eine Laserlampe verbaut, dann machen wir da auch eine Haltung für Laserlampe. Oder wenn es ein Osram ist, ist es ein Osram. Wir sind da ziemlich frei, was das betrifft. Und ja. Dann natürlich noch diesen Clever Shade, sehr geniales Teil. Hammer. Das mussten wir einfach mit ins Programm aufnehmen. Ja. Dementsprechend gibt es auch jetzt schon die richtigen Adapter dazu. Das ist jetzt auch noch eine Nummer über AluCap drüber, ne? Die ist schwer. Qualitativ ist es unschlagbar, ja. In der gleichen Preisklasse, aber Qualität ist unschlagbar.
Und gerade die Farbe gibt halt zu diskutieren. Jeder denkt, es ist extrem warm darunter. Ist es nicht, weil es keinerlei Kunststoffanteile hat und die Wärme nach oben abgestrahlt wird. Und wir haben sogar kühler hier drunter als draußen. Ich sag, von der Größe ist ja optimal, wenn du am Tisch sitzt. Ja. Dann, ja. Ja, ist absolut. Ist, absolut Schatten, ne? Ja. Genial. Mehr oder weniger war es das schon, ne? Ja, die super coole Folierung, ne? Ja, genau, ja, Folierung, das ist aber auch noch eine Geschichte, ja. Das ist ja dann eigentlich alles geplant. Und dann kommt das ist Charcoal Matt, heißt das Ding, von Avery. Avery ist der Hersteller. Charcoal Matt. Das Produkt. Auf die Fotos bei glaub Insta war das oder wo, da hat es jetzt eher so ein bisschen ins Olive. Ja, ja. Ging's je da. Nach Tag, es ist je nach Wetter, je nach Tagesding, ist richtig genial. Du kannst das Fahrzeug jeden Tag anschauen, es hat wie eine andere. Achso, also das geht Farben. So in die Farbnuancen. Definitiv, ja. Ah, es cool. Ist nicht dieser Flick-Lack, was man kennt. Ja, den Effektlack da. Ja, nee, aber es ist, wenn der Himmel blau ist, reflektiert er halt anders da drin. Mhm. Oder bei einem Abendrot ist, sieht das super geil aus, wenn so ein bisschen Abendrot, dann kommt der richtig geile Farben rüber. Und ja, wie gesagt, wir sind da hochgefahren, von der Schweiz hier hoch, 400 Kilometer. Wir sind ja vorher schon viel gefahren mit dem. Mhm. Und wir wollen nicht mehr hergeben. Ne? Ja, das glaube ich. Ja. Blöd für die, die noch keinen haben. Ne? So. Ja. Aber ihr bietet es dann auch All-Terrains in den Dimensionen. Ja, selbstverständlich, an. Ja, ganz klar. Auch da, wir sind ja bei all unseren Produkten, auch bei all unseren Zukaufprodukten, wir sind an nichts gebunden. Wir sind offen, wir hören auf den Kunden und wir gehen auf den Kunden ein. Wenn der sich das wünscht, dass wir ihm ein anderes Produkt verbauen, dann machen wir das auch. Okay. Wenn wir über das andere Produkt gute oder schlechte Sachen wissen, dann lassen wir denen das natürlich auch wissen und unter Umständen empfehlen wir ihm was Besseres oder wie auch immer. Aber wir haben keinerlei Verbindungen zu irgendwelchen Marken, wo wir sagen, wir verbauen nur das. Mhm. Wir können unsere Erfahrungen weitergeben und wenn den Kunden das nicht interessiert, dann ja, trinken wir trotzdem ein Bier mit ihm. Also, ja. So, sind wir echt flexibel. Ja. Gut 25 Jahre machen wir Offroad und da hat sich doch einiges angesammelt. Und wie gesagt, wir haben ja diese Möchtegern Geschwister von dem Ineos, haben alle gehabt. Ne? Wir haben Lendi gehabt, wir haben Santana gehabt. Santana ist so das tiefste, was du sinken kannst. Santana PS10 ist auch so ein Abkömmling vom Land Rover. Okay. Und hier lässt man sich halt irritieren durch die Form. Und man ist der Meinung, man hat hier irgendwas annähernd irgendwie mit dem Land Rover zu tun hat. Und das ist auf keinen Fall der. Ja, das nicht. Gut, ich habe selber nie einen gefahren, aber das sagen ja viele, ja, das ist ein Landy, aber das muss ja um Welten drüber stehen. Ja. Wenn ich jetzt Ineos-Besitzer wäre oder bin, ich würde es als Beleidigung auffassen. Er ist so viel besser als ein Land Rover und kann locker mit einer guten G-Klasse, nicht aktuelle, gute G-Klassen mithalten. Ja, vor allem auch von den Komponenten, ne? Motor, ja. Getriebe, die Stahlachsen, die sind auch wesentlich stabiler, glaube ich, wie die vom G. Ne? Ja, man hört ja, dass es immer wieder mal Rückrufaktionen gibt beim G, wo die Hinterachsen wegbrechen. Soll es geben. Letztes Jahr waren es 400-500 Fahrzeuge. Oh, das ist schlecht. Und daher auch, nee, wie gesagt, alle kommen und sagen, nee, das Ding ist schwer gebaut. Oder es ist zu schwer, aber das ist halt, weil da ist halt wirklich richtig Material dran. Es muss halt stabil sein. Es muss, ne? Und das ist halt wirklich, du hast halt wirklich sehr, sehr ausgereifte Details daran. Wenn du das Ding von unten anschaust, also außenliegende Dieselpumpe, da kommst du halt ran, das kannst du halt reparieren. Wenn ich da irgendwas auspacke oder ausdemontiere, da habe ich Deutschstecker dran. Deutsch ist der Begriff für Kfz-Steckverbindungen. Da gibt es nicht irgendwelche asoziale Scheiß-Steckverbindungen, wie man sie sonst immer kennt von den Autos, wo man dann blutige Finger hat. Vor allem sind die modernen Autos ja komplett immer zubaut, da kommst du schon irgendwo rein. Das ist richtig, auch, das genau. Genau. Und hier hast du Standardprodukte, Hersteller von den Elektrokomponenten, Littlefuse, auch eine sehr große Marke, wo man sehr einfach an Ersatzteile rankommt. Das ist etwas, was du aus dem Regal nehmen kannst. Da musst du nicht noch tagelang auf Ersatzteile warten. Ja, das. Und das ist das, was uns überzeugt bei diesem Produkt. Ne? Laderegler, C-Tech, ne? Das sind alles gute, große, bewährte Marken. Ne? Und darum werden wir da nicht so schnell aufgeben. Ne? Ach, bei C-Tech, genau. Da habt ihr ja noch so ein Modul. Richtig, das ist, glaube ich, das gleiche Modul, wie schon drin ist. Wo du mit dazu baut, dass er mit Solar daneben. Genau, sofern du
Beim Fieldmaster ist es ja, nee, beim Trialmaster ist es, weiß ich nicht, Trialmaster ist glaube ich Standard. Dieses Doppelbatteriesystem. Ja, ja, das haben wir auch, ja. Genau. Dieses Doppelbatteriesystem ist über ein sogenanntes Smart Pass von Sitec, wird das gesteuert. Und indem du das Sitec D250 dazu nimmst, hast du halt die Möglichkeit, Solar einzuspeisen. Das ist schon genial. Und die beiden Geräte, die sind exakt genau gleich groß und die lassen sich ganz einfach koppeln. Und hier haben wir halt dann eine Grundplatte gebaut, die sich an den Originalpunkten verschrauben lässt, das D250 dazu packen, anhängen und man hat gleich Solareingang, der ins ganze Bordnetz eingespiesen wird. Wahnsinn. Mit innerhalb von 20 Minuten hast du das Ganze installiert und hast Solarzugang. Egal, ob das dann stationär verbaut ist oder mobil, das sind dann alle Möglichkeiten offen. Ja. Ja, von der Watt oder von der Menge von den Panels, das ist beliebig, was hinpasst, oder ist ja, das? Ja, klar, aufs Dach kriegst du hier, würdest hier aber locker 300 Watt draufkriegen. Ne, von der Fläche her. Wir sind ja super gut bestückt mit den Batterien. Mhm. Wir haben ja zweimal 120 Amperestunden, sowas in der Größenordnung. Also auch hier wieder wurde nicht gekleckert. Das ist auch wirklich wichtig. Gerade wenn du mit Laptop was machen willst, Kamera bewirbst zum Beispiel, dann hast du ja Drohnen und Quere, wenn läuft und das. Da kommt schon was zusammen. Ja. Absolut. Und ich habe gesehen, du hast ja schon ein Foto postet, schon mit Heckausbauten, mit Schrank und was schon alles in Planung ist. Genau, genau. Wir haben jetzt zwei, drei Jägerausbauten, wo wir Lösungen präsentieren werden, wie wir das Gewehr ordnungsgemäß unterbringen können. Da haben wir auch wieder Gesetzesrichtlinien, die wir einhalten müssen. Ja, so eine Art Ressort halt, ne? Genau, genau. Da gibt es Vorgaben, ne, für den Transport von Sport- und Jagdwaffen. Mhm. Da gibt es spezifische Vorgaben. Da werden wir jetzt in den nächsten Monaten zwei oder drei Jägerfahrzeuge umbauen. Dann auch wieder um die Geschichte mit den Hundeboxen, wie schon gesagt. Da gibt es unzählige Variationen, wo der Hund dann von der Seite rein geht. Für die Lösung werden wir verlängerte Türfangbänder noch produzieren, dass man die Türe rechtwinklig aufbringt. Oh, okay. Und sobald wir die Türen rechtwinklig aufbringen, haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, einen Schubladenkorpus herzustellen, wo von der Seite her zugänglich sind. Also langweilig wird es nicht. Nee. Das eine Bild hat ja ausgeschaut, wie wenn das da so ein Sitzsofa wäre. Oder? Ja, genau. Ja. Irgendwo. Passt das alles da rein? Das passt alles da rein, ja. Das ist klar, man muss ein bisschen Abstriche machen. Ich habe ganz klar ein Fahrzeug, wo einer alleine verreist. Mhm. Nicht jetzt für zwei Personen. Ja gut, für zwei ist das ja eine. Vielleicht haben wir ja Glück und die Kollegen von Nextech oder so bauen uns mal noch ein Klapphochdach. Ne? Also durchaus möglich, dass da was kommen könnte. Ja, so wie bei AluCap, ne? Wo man das Dach dann rausnehmen muss und genau. Dann dieses Klappdach hat. Genau. Ja, das ist immer so eine Sache, gell? Das Dach vom Neuwagen runterschneiden. Sehr, sehr heikel, ja. Ich finde es auch heikel. Und also wäre nichts für mich, denke ich. Ja. Und was halt noch dazu kommt, ist dann halt auch, ne, ob ihr jetzt einen X-Tech drauf macht oder einen Alu-Cap, ist dann halt auch eine persönliche Entscheidung. Also hast du schon mal darüber nachgedacht, was mich da so ein bisschen umtreibt bei so einem Ausbau? Das wäre für die ganze Gear, also für Drohnen mindestens zwei, drei Stück, für Kamera, für Laptop, ja, Akku, Kabel, also für das ganze teure Zeug, irgendwie so eine Lösung, wie so einen leichten Tresor oder so, als Schubeinheit oder solche Geschichten. Kann ich euch die Schubladenelemente noch zeigen, was wir hier drüben stehen haben? Ja, schauen wir die mal an. Ne? Also bei den Schubladensystemen folgendermaßen, das ist angesprochen, abschließbar soll es sein, kompakt. Ja, kompakt gelöst. Wir haben jetzt hier unser eigenes Produkt, das wir selber produzieren. Mhm. Schublade, ne, geht ziemlich weit raus. Euroboxengröße, packst du hier die Euroboxen rein. Das heißt, wir gehen nicht hin und erfinden das Rad neu. Wir müssen hier keine kleinen Einteilungen machen, sondern wir schauen, dass hier eine Eurobox reingeht, weil für die Euroboxen gibt es ja die ganzen Einteilungen schon. Okay. Für den Kleinkram. Und somit stellst du eine Eurobox rein, die bleibt hier liegen. Unten drin hast du Möglichkeit für größere Artikel. Und weil halt, wie gesagt, da das Angebot schon steht von diversem Zubehör, schauen wir halt, dass wir das mitverwenden können und so natürlich kostengünstig eine Lösung präsentieren. So was kann man jetzt aber nicht in
so einen Einbau noch irgendwo mit integrieren, das geht vom Platz nochmal hin, gell? Doch, möglich ist alles, das wäre dann halt wirklich kundenspezifisch. Okay. Hier bauen wir halt einfach auch wieder ein Basis Produkt, wo wir zeigen, was gehen würde. Das ist abschließbar, es ist massiv gebaut, es ist flächenbündig, das ist das, was viele Kunden möchten, dass sie eine durchgehende Fläche haben. Ja, ist ja die Problematik mit den innenliegenden Radkästen. Gell? Genau, hier gehen wir rüber über die Radkästen, die sind hier an den Originalzugpunkten, wird verschraubt. Mhm. Und als kleines Gimmick, was wir hier noch haben, Entschuldigung. Hier wäre die Rücksitzbank, ein Drittel, zwei Drittel. Wenn wir jetzt sagen, wir sind zu dritt unterwegs, will aber trotzdem lange Güter transportieren, ja, dann sage ich, ich klappe nur die Zweiersitzreihe runter, mhm, und mache hier Platz frei und kann dann das rausziehen. Und habe dann hier den Einzelsitz. Oh, okay. Die Ladefläche wird nach vorne ebenbürtig, ebenflächig ausgezogen und habe halt so natürlich Stauraum. Habe natürlich, wenn ich beide Sitze runter mache, kann ich das hier auch machen. Das geht über die ganze Fläche praktisch. Geht über die andere. Und liegt dann hier hinten liegt es dann auf der runtergeklappten Rückenlehne auf. Na, so wie da halt jetzt bei dem Camping. Ja, genau. Ähnlich wie wir schon gesehen haben. Ja. Okay. 3 mm Aluminium, also sehr stabil gebaut. Funktioniert aber auch wiederum leicht und stabil. Und da gibt es, wie gesagt, wir haben dann die Möglichkeit, dass wir sagen, ja, wir können nur dieses Teil, nur jenes oder beides miteinander zurückziehen. Okay. Gibt es auch da wieder, wir haben uns hier für die Höhe entschieden, wo wir halt den Rücksitz mit den wenigsten Handgriffen umklappen können. Ja. Und das ist halt wirklich einfach rumklappen, gut ist, und dann ist es die Höhe. Wir werden unter Umständen noch eine zweite Höhe machen, wo mit ein bisschen mehr Aufwand kriegst du die Sitze ja weiter runter. Mhm. Ist jetzt aber nicht das, was man jeden Tag macht. Aber wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich will da noch eine Hundebox oder so drauf, dann können wir das Ganze natürlich auch weniger hoch machen und das Ganze, die ganze Idee trotzdem wiederum verwenden. Okay. Und als letzte Variante haben wir noch diesen Korpus hier drüben für den gewerblichen Bereich. Der wird jetzt, den fertigen wir selber, der kaufen wir zu, der wird für uns gefertigt. Der ist aus Stahlblech, der ist unzerstörbar, sauberes Design nach unseren Vorgaben und ist jetzt halt fürs Gewerbe gedacht. Ja, praktisch, das heißt, für Werkzeug von Handwerker oder genau. Ersatzteile oder Fluggeschichten. Ne? Genau. Hier gibt es Varianten, wo wir sagen, wir haben zwei, gibt es zwei Elemente, einer Elemente. Es gibt einzelne Elemente, wir können da hochbauen, wir können den Rahmen weglassen, wir können sagen, wir haben hier eine Hundebox und gehen hier noch weiter hoch. Das ist alles modular aufgebaut und auch hier wiederum direkt in die Zurschiene verschraubt, mhm, vom Fahrzeug. Und ruckzuck montiert und einsatzbereit. Man sieht schon, da steckt schon was dahinter, ja? Ja, genau. Ja, wir waren nicht ganz untätig. Ne? Nee, Wahnsinn. Also ja, da kann man bloß ein großes Lob aussprechen, ja. Das ist Dankeschön. Schon. Haben wir jemand getroffen von Clevershade, der kann uns mal ein bisschen was dazu sagen. Hallo, ja, die Clevershade Awning, ein sehr interessantes Produkt, das ich glaube. Wir haben die Clevershade Awning seit 30 Jahren im Sortiment in Australien. Okay. Es war ursprünglich designed von einem deutschen Ingenieur, der ist nach Australien gegangen vor 45 Jahren. Okay. Der konnte kein Shade-Produkt finden, da das war gut genug für seinen Markt. Mhm. Und er hatte einen Sonnenschirm entwickelt. Okay. Und da wir die Overlanding Industry lieben in Australien, ja, hat er eine freistehende Awning gemacht. Ja. Und das Design hat er in 1993 gemacht und in 1997 hatten wir ein Patent. Okay. Und seitdem haben wir die Awnings in Australien verkauft. Wir haben viele Händler in Australien. Haben seit diesem Jahr einen Händler in den Staaten, in Amerika. Ah, okay. Und in Deutschland hier. Das ist das allererste Mal, dass eine Clevershade Awning
an einer Ausstellung ist. Ah, das ist jetzt Europa-Premiere praktisch, das ist definitiv die Europa-Premiere. Okay. Wir haben einen Vertriebshändler, Black Sheep, in der Schweiz. Ja. Und er vertreibt die Ownings für uns im deutschsprachigen Raum. Mhm. So ist sehr interessant für uns, um hier zu sein. Definitiv wichtig für uns, um die Reise anzutreten von Australien. Ja, ist klar. Ich glaube, das ganze Paket kommt gut rüber. Ja, auf jeden Fall. Die Ownings ist ganz speziell vom Gewicht her. Das ist eine 4 Meter Ownings. Die wiegt 16 Kilogramm. Die ganze Owning. Oh, das ist nicht viel, ne? Nein, nicht viel. 100% Acrylic, so jetzt 99% UV-Block. Ist ungefähr 550 Gramm per Square Meter dick. Okay. So jetzt relativ dickes Material. Also UV-beständig bleicht da nicht aus? Bleicht nicht aus. Der Sonnenschutz, die 99%, ist sehr wichtig für uns. In Australien die Sonne ist sehr stark. Ja, aber auch hier, die Sonne wird immer stärker. Ja, und ist auch wasserdicht. Super simpel, um sie aufzustellen. Mhm. Braucht ungefähr 20 Sekunden. Wir haben sie hier direkt im Rack integriert. So heißt der Plattform-Rack hier. Und ein Halter mit unserer Bar geht in hier. Du kannst die Owning von einer Seite zu der anderen Seite rüber machen. Ah, okay. Wir haben kein Zelt dann, ja, zur Leiter, ne? Ja, jetzt keine Fahrerseite oder Beifahrerseite. Du kannst die, auch wenn du da bist, du kannst die da rausschrauben. Das ist eine Rändelschraube oben dran. Okay. Dann schiebst du die Owning raus und du kannst sie auf der anderen Seite wieder reinmachen. Ja, cool. Oder wenn du dieses Fahrzeug jeden Tag brauchst und du möchtest die Owning nicht immer dran haben, du kannst sie zu Hause lassen. 16 Kilo ist nicht schwer zum wegmachen. Slide sie weg. Das ist ja auch so ein Schubsack zum Rum, wenn die zusammengefallen ist, oder? So, wenn sie zusammenfällt, also bringt sie raus, parallel zum Fahrzeug. Und dann ist ein Sock, der drüber geht. Ah, okay. Und dann haben wir like einen Surfboard-Strap. Da geht sie drunter hin, hier. Und dann ist sie weggepackt. Ah. 16 cm hoch, die ganze Owning. So, es sieht auch gut aus, wenn sie zusammengepackt ist. Wie ist denn mit der Windempfindlichkeit? So, diese Owning ist unsere 4 Meter Owning, 45 km Wind. Okay. Wir haben eine kleinere, 3,6 Meter bis zu 50 km. Mhm. Das ist sehr hohe Wind-Rating, das wir geben. Wir sagen unseren Kunden, wenn es so windig ist, dass es nicht schön ist, um draußen zu sitzen, dann ist es probably gut, um die Owning zusammenzupacken. Weil ich sehe, so Öse, gibt es da noch so einen Standfuß, oder? Wir haben keine Füße, die als mit der Owning gehen, mhm. Aber wir haben etwas, das du später reinmachen könntest. Es ist eine komplett freistehende Owning und wir glauben, wir müssen keine Stangen mitliefern, because wir glauben, dass die Owning ohne Stangen haltet. Okay. 11 Quadratmeter ist die ganze Owning. Du findest, dass unsere Owning einen Haufen Armen hat. Unsere Owning hat 7 Arme. Also wir haben immer einen Arm inzwischen drin. Anstelle von diesem Punkt direkt zum nächsten Punkt gehen, wir haben einen von der Stabilität drin. Halt, ne, oder? Stabilität, und es bringt den Schatten weiter draußen. So, wir sind hier mehr als 2 Meter weg vom Fahrzeug und wir sind immer noch unter der Owning. Und das ist der Bereich, wo wir glauben, dass du am meisten Zeit verbringst. Wenn du ein Setup hast hier, dann hast du deine Küche da, dein Waschbecken und alles ist da. Mhm. Hast deinen Tisch und everything unter der Owning hier. Haben Sie es auch gut von der Höhe her, wie gesagt, ne? Aber große Leute wie mir jetzt mit über 1,90, ja, dass man da schön Platz drunter hat. Ja? Kommt ein bisschen aufs Fahrzeug drauf an, je nachdem, was die Höhe vom Fahrzeug ist. Wir haben ein Pop-Up-System. Wenn du ein tieferes Fahrzeug hast, dann kann die ganze Owning auf einem Pop-Up-System 30 cm erhöht werden. Ja, das ist cool. Ja. Jede Owning ist in unserer Fabrik an der Gold Coast gemacht, in Australien. Mhm. Wir haben fünf Nähe, wo wir das Material machen. Wir importieren das Material von Österreich. Okay. Interessant. Ja. Und dann die Rahmen und alles werden in Australien zusammengeschraubt und dann versenden wir die weltweit. Unser exklusiver Distributor im deutschsprachigen Raum ist Black Sheep. Wenn ihr Informationen für die Mounting Systems, die Roof Rack Types oder Fahrzeuge finden möchtet, checkt out our Instagram.
Unser Instagram hat viele Installationsmöglichkeiten oder unsere Webseite cleverside.com. Es hat auch ein paar Videos drin und im Video zeigen wir auch, wie einfach es ist, um alles aufzustellen. Aus Sicherheitsgründen machen wir es hier nicht. Okay, wollte schon fragen. Das ist jetzt die ganz große, gell? Ja. Die 5 Meter? Nein, die sind 4 Meter. Ach so. Die größere, die 5 Meter, kommt eben weiter raus. Also die 5 Meter ist 2,5 Meter von diesem Punkt, 2,5 Meter von hier raus, 2,5 nach hinten und 2,5 Meter nach vorne. Ja, Wahnsinn. Ist wahnsinnig groß, ist 13 Quadratmeter. Die 4 Meter ist aber die meistgekaufte Markise, weil sie einfach gut mit den Fahrzeugen zusammenpasst. Zusammengelegt ist 2,5 Meter. Sie ist nicht länger als das Dach von diesem Grenadier. Ja, das ist auch richtig. Wir hatten am Anfang hatten wir eine kleinere drauf, eine 3,6 Meter. Mhm. Aber wir haben dann gesehen, dass wir genug Platz haben und haben sie dann auf eine 4 Meter abgegradet. Und es ist auch das Design, wir finden, dass sie sehr gut mit dem modernen Design von Black Sheep zusammenpassen. Ja, auf jeden Fall. Es ist fast ein quadratisches Design, aber wir haben es nicht ganz. Die Arme sind ein bisschen verschieden lang, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ja. Ästhetik ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja. Ja, alle Teile von Black Sheep sind wirklich Top-End-Products. Da habt ihr schon einen guten Partner, ja? Ja, definitiv. Wir sind sehr stolz, dass wir unser Produkt mit Black Sheep präsentieren dürfen. Und das Fahrzeug ist ja Wahnsinn. Ja. Wir haben ein paar Lieferanten haben uns kontaktiert, möchten die Clevershade verkaufen. Aber wir möchten uns mit jemandem zusammentun, der macht High-End-Produkte, wie wir machen. Ja. Und Black Sheep ist definitiv auf jeden Fall at the Forefront. Innovativ, was im Namen ist, Blackwit Innovations, ja. Ist definitiv innovativ. Ich glaube, da ist 6 Grenadiers an der Allrad hier in Bad Kissingen. Dieses Fahrzeug ist mein absoluter Favorit. Ja, meiner auch. Ja. Thomas von Black Sheep hat mir eine Nachricht geschickt, dass auch unsere Awning am Grenadier ist. Das war vor etwa einer Woche, vor 3 Tagen auf dem Fluggebruch von Brisbane. Ich habe gesagt, ich komme, ich muss das hier sehen. Australien, wir haben sehr viele Overland-Fahrzeuge, wir haben viele innovative Produkte, aber der Black Sheep Grenadier, ich glaube, das ist etwas, das wir noch lernen können in Australien. Ich möchte am liebsten das ganze Paket darüber nehmen. Grenadier, ich glaube, ihr könnt es mit dem Rhino-Rack-Plattform bestellen. Wir haben ein Mounting Kit, der geht auf die Rhino-Rack-Plattform. Aber die ganze Integration, wie Black Sheep das gemacht hat, das sieht einfach so aus, wie es vom Factory gemacht werden sollte. Habt ihr auch schon für Frontrunner einen Adapter, yes, für den Slimline 2-Träger? Oh. Der Slimline 2 ist nicht so anders für uns. Die Adapterplatte, die wir haben für die älteren Frontrunner-System, würde auch für das neue System funktionieren. Oh, okay, cool. Ja. Plattform für uns ist die beste Ausgangslage, da wir das den Drehpunkt da hinten haben, so wie es konstruiert ist, brauchen wir etwas Stabiles auf dem Fahrzeug. Wir können unsere Träger, diese Träger hier, die gehen auch in Standard Füße rein, wenn du eine Füße hast, die direkt auf das Dach montiert werden. Okay. Das Profil kann reingeschoben werden. Es wird einfach viel stabiler, sobald du eine Plattform hast. Mhm. Es ist nicht die Awnings, wer der Flex kommt von. Wenn du hier gehst, kannst du sehen, es ist das ganze Roof Rack, das sich bewegt. Es ist nicht die Awning. Die Stabilität kommt vom Rack. Ja, das kann man schon als Highlight bezeichnen, alles. Ja. Thank you.
jetzt haben wir noch eine Firma gefunden, die was von Grenadier anbietet. Die Firma Letech, ist das richtig ausgesprochen? Genau, Letech, ja. Letech, kommt von Lennarts Technik. Ja, okay. Lennarts ist die Gründerfamilie. Ja. Und wir haben sehr viel Zubehör für den Grenadier bereits entwickelt. Ja. Mhm. Wir haben sehr früh damit angefangen und zum Beispiel hier unsere Schubladenbox bietet jetzt eben zwei abschließbare Schubladenauszüge. Genau. Vorteil ist halt, man kann trotz Gepäck kommt man an das Zeug, was man hinten dran hat, ja, für die Seile, für die Winde zum Beispiel. Ja. Ist das Aluminium oder Stahl? Das ist Stahlblech, ja. Und wir haben eben, wenn man die Rückbank vom Grenadier umlegt, hat man eine ebene Fläche. Okay. Das heißt, man kann jetzt, wenn man drin schlafen möchte, eben sich reinlegen und hat eine ebene, durchgehende Fläche. Aber jetzt generell eher für Gewerbe gedacht, jetzt die Auszüge oder? Nicht nur. Auch schon Richtung Camping. Ja gut, Gewerbe. Wir haben viele Jäger auch in der Kundschaft, ja. Mhm. Die wollen einen Platz für ihre Munition. Ja. Was auch noch kommen wird, ist eine Dachbox bei uns. Das heißt, man kann sich hier im Dachhimmel verstaut und kann die dann so runterklappen. Und da wäre auch Platz fürs Gewehr zum Beispiel. Okay. Ja. Da kann man das getrennt lagern, Munition und Gewehr. Ja. Was wir auch haben, wenn wir die Klappe wieder zumachen, wir haben eine andere Heckleiter als die Originale. Und unsere Heckleiter bietet noch Platz für einen Kanister. Genau. Und wir haben hier eine spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung noch. Ja, stimmt. Ja. Genau, Bauer. Ja. Dann hier hinten sieht man unsere Zusatzleuchten. Mhm. Wir arbeiten mit der Firma Stranz zusammen. Ja. Okay. Die kann man auch koppeln, zum Beispiel mit dem Blinklicht, ja, oder wenn man den Rückwärtsgang einlegt als Rückfahrscheinwerfer. Oder eben mit dem Zusatzschalter im Dachhimmel kann man die auch manuell. Das heißt, dann die haben dann noch Straßenzulassung, oder? Ja, die sind an unserem Dachgepäckträger befestigt. Mhm. Wir haben hier eine kurze Version entwickelt. Das heißt, die hört hier auf. Ja, und wenn man, es gibt optional oder serienmäßig bei verschiedenen Ausstattungen sogenannte Safari-Fenster beim Ineos Grenadier. Mhm. Und die gehen hier eben noch auf. Ja, das ist dann der Vorteil. Genau, genau. Außerdem ist das eine geschlossene Version. Das heißt, wir haben hier Windgeräusche minimiert. Ja, wir haben extra noch eine Gummilippe unten dran. Das heißt, die Luft strömt nicht unten durch, sondern nur oben drüber. Ja. Und wir haben auch eine geschlossene Fläche oben. Das heißt, es ist sehr, sehr leise. Ist das da die Hauptbefestigung an den innen, an diesen? Nein, die Befestigung ist hier, an der Schiene hier außen. Okay, an der Regenrinne. Genau, an der Regenrinne wird hier über die Befestigungen hier angebracht. Dann haben wir hier noch einen Scheinwerferbügel im Programm. Mhm. Jetzt hier mit diesen Rundscheinwerfern vorne. Das sind 6 Stück, auch von der Firma Stranz. Ja. Und es gäbe noch eine andere Version, eine flachere Version mit einer doppelten LED-Leitbar. Ja, so wie so ein Bar halt dann. Genau. Dann, wenn wir hier vorne stehen, sieht man hier unsere Windenstoßstange noch. Ja. Die wird im Mittelteil hier praktisch integriert in die Serienstange. Mhm. Das heißt, links und rechts sind das Serienteil und wird hier in die Mitte integriert. Und hier haben wir vorhin bei dem Auto aus Watzke, da habt ihr eine Kooperation, glaube ich. Genau. Da haben wir eine Kooperation. Hergestellt werden die Teile bei uns im Haus, also entwickelt und hergestellt. Und wir vertreiben die auch. Ja. Das heißt, es wird made in Baden-Württemberg, ja, bei uns im Haus. Vorteil von der Variante ist, man hat jetzt hier freien Zugang zur Winde. Das Kennzeichen wandert hier an den Bügel und muss sich nicht irgendwo ablegen, ja, sondern ich habe freien Zugang zur Winde, zum Seil und kann auch kontrollieren, rollt sich richtig auf oder nicht. Und es ist halt auch ein bisschen zum Schutz mit dem Stahlbügel. Ja. Genau, richtig. Ja. Es bietet einen zusätzlichen Schutz hier vorne. Und wie gesagt, ich habe freien Zugang zur Winde. Funktioniert auch mit der originalen Winde von Ineos. Mhm. Das können wir dann nach vorne bauen und in Verbindung mit unserer Windenstoßstange dann anpassen. Die Winde von unten drin raus, genau, wandert hier nach vorne. Das heißt, wenn ich jetzt ab Werk die Winde von Ineos geordert habe, kann ich trotzdem unsere Windenstoßstange verwenden. Ah, das ist interessant. Ja. Okay. Wo liegt denn da der Umbau dann circa preislich, wenn man die Winde dann vom Werk mit dabei hat? Ja, kann ich Ihnen nachher sagen. Wir haben aktuelle Preislisten, das ist noch ganz frisch für uns das Thema. Okay, ja. Wir feiern jetzt praktisch auf der Messe Premiere, aber kann ich Ihnen gerne mal was zukommen lassen. Genau. Dann haben wir hier noch unser Fahrwerk verbaut. Das haben wir, oder KW Suspensions, ja, und Reiger baut dieses Fahrwerk exklusiv für uns. Mhm. Ja, und wir erreichen hier eine Höherlegung von 4 cm.
vierfach einstellbar. High Speed, Low Speed und Zug- und Druckstufe ist einstellbar. Okay. Und in Verbindung mit den Reifen schaffen wir nochmal eine gewisse Höherlegung dann. Wir haben hier Hutchinson Bedlock Felgen. Mhm. Das sind Originalfelgen. Die werden auch exklusiv für uns hergestellt mit dem Design. Was man hier an der Seite auch noch sieht, ist unser Offroad-Trittbrett. Das ist eine Kombination aus Rockslider und Trittbrett. Das okay. heißt, es bietet Schutz vom Rahmen. Ich kann aber auch draufstehen. Und wir haben hier zusätzliche Aufnahmen für den Hijack. Also ich kann hier direkt den Wagenheber ansetzen. Okay, ja, das ist auch wichtig. Auch interessant ist das Fahrzeug nämlich hier. Ja, die Portalachsen. Da haben wir die Portalachsen verbaut. Genau. Das ist das Interessante. Ja. Und da haben wir mit den Portalen eine Höherlegung von 15 cm allein durch die Achse. Und dann in Verbindung mit den Reifen sind es um die 20 cm höher. Wahnsinn. Ja. Ja, das ist schon Ansage. Ja. Genau, was hier auch noch interessant ist an dem Fahrzeug, wenn man die serienmäßige Winde hat, kann man unsere Klappe hier noch bestellen. Das heißt, man klappt hier einfach auf und hat dann direkt auch den Zugang zur Binde. Ach, da sieht man das Kennzeichen ist hier oben befestigt, ja, und klappt mit hoch. Und da hat der Kollege von Watzke auch was erzählt, ja, aber jetzt sieht man es ja, okay? Das genau. Ist interessant, ja. Ist das jetzt Aluminium oder Stahl? Das ist Stahl. Ja. Was in Zukunft auch möglich sein wird, wir werden die Portale so anpassen, dass wir mit der Serien 18 Zoll Felge dass wir die weiter verwenden können. Das heißt, wir brauchen keine Hutchinson Bedlock Felgen, sondern können die Serienfelge weiter verwenden. Aber wie gesagt, das mit den Fahrsysteme, mit den Offroad-Systeme, das ist alles kompatibel. Genau, ist alles kompatibel. Wir bauen in die G-Klasse ja schon länger Portale ein und das funktioniert sehr gut. Dann haben wir hier noch Verbreiterungen am Fahrzeug verbaut, um eben das Profil abdecken zu können nachher. Ja, wegen dem TÜV oder das Reifen genau, überstehen. Genau, richtig. Ja. Hier auch das Offroad-Trittbrett noch verbaut. Aber gut, die Portale, die werden jetzt nicht so unbedingt günstig sein, der Umbau. Ja, da sind wir noch nicht ganz final in der Kalkulation. Okay. Wie gesagt, mit Verwendung der Originalfelge werden wir so vielleicht bei 40.000 Euro liegen. Okay. Aber es ist noch nicht final. Genau, auch hier. Portale haben ja einen Preis. Oder? Ja, genau. Und auch hier das Fahrwerk verbaut, auch wieder vierfach einstellbar. Mhm. Unsere Homepage wird aktuell überarbeitet und sagen wir mal in den nächsten 4 Wochen wird die online gehen und dann auch mit der aktuellen Preisliste für die oder das Prospekt für die Teile dann online. Und dann ist auch alles verfügbar, so in circa 4 Wochen. Genau. Ja, okay. Richtig. Danke für die Infos. Ja, gerne. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie sie dann in der freien Wildbahn ausschauen. Ne? gerne, genau. Die Firma Letech wird vielleicht auch noch weiteres Zubehör entwickeln. Da müssen wir mal gucken, was uns da noch alles einfällt in der Zukunft. Ja. Stimmt noch einiges. Ich denke auch. So Freunde, das war jetzt mal ein richtig langes, informatives Video. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen. Würde mich wirklich drüber freuen. Ansonsten ein kleines Resümee. Wie gesagt, es war absolut genial. Rund um Thema Grenadier, vor allem mit Clever Shades, Black Sheep und Letech. Aber vor allem die Innovationen rund um Black Sheep Innovations, also Wahnsinn. Absolutes Kompliment, Wahnsinnsteile. Das wird auch dann meine zukünftige Planung. Ich habe schon ein bisschen angefangen, rund um Grenadier wieder etwas auf den Kopf stellen. Aber dazu später mehr, seid gespannt. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.